Hallo Bettina, ich hoffe, du hörst mich. 20 Sekunden, 18, 17, 16, 15. Ein frohes neues Jahr wünsche ich allen da draußen und los geht's. Gehen wir rein in das Jahr 2021 und zwar mit E-Sport. Wir müssen auf den normalen Rennsport noch so ein kleines bisschen warten, aber um die Zeit zu verkürzen, hat sich die RCCO für 2021 die EX-Zero E-Sport-Serie überlegt. Das Auto sehen wir schon links im Bild. Die erste von 5 Locations heute aufgerufen. Wir sind in Holland, wir sind im Circuit Park Zandvoort, die Strecke, die ja umgebaut wurde, um die Formel 1 im letzten Jahr zu empfangen. Und die nehmen wir heute unter die Räder. Das ist die Strecke, 4,25 Kilometer lang und damit rund 50 Meter kürzer, als wir die noch im Jahr 2019 gesehen haben. Aber die Jungs schießen sich gerade ein. Das Qualifying-Rennen ist
im vollen Gange, beziehungsweise das Qualifying-Rennen dann erst ab dem kommenden Event, ab Sebring am 8.2., dann Estoril am 8.3., Berlin am 19.4. und am 10.5. dann das große Finale auf der Nürburgring Grand Prix Strecke und das Superfinale auf der Nordschleife. Aber so viel Geplänkel vorneweg. Schauen wir doch erstmal, was die EX0-Serie so ist und was das für ein Rennbolide ist, in dem unsere E-Racing Driver Platz genommen haben. EX0, a sustainable beast. Zero stands for zero emissions, which is important to us because we are racing for the climate. It's a lot of fun to drive, massive horsepower, four-wheel drive, very fast. Also a big challenge, even for professional drivers. You can slide it and still be quick, and the races are hopefully extremely entertaining to watch. This is exactly what we are looking for. And you can try it out now on R-Factor 2. Und zwar eine PlayStation 4 limitierte und signierte Edition. Alle sechs Audi DTM Race Driver haben unterschrieben und eine davon haben wir noch übrig. Die gibt es auf den Social Media Kanälen. Also einfach mal reinschauen und einfach mal mit anmelden, anwerben und dann kann die schon, tja, in Bälde in eurem Wohnzimmer stehen. So, man macht sich bereit auf der Strecke. Es lohnt sich in jedem Fall, die PlayStation im Auge zu behalten. Und bevor wir dann reingehen in das Qualifying, gucken wir mal auf den Kalender in diesem Jahr. Ich habe schon angekündigt, 5 Events sind insgesamt mit jeweils 2, also insgesamt 10 Rennen, die ersten beiden heute im Circuit Park Sanford. Das Training läuft gerade, also alle 17 Fahrer gerade auf der Strecke. Zu den Fahrern geht es gleich ein bisschen, ja, kann ich euch ein paar Informationen geben. So schaut das Auto in jedem Fall aus. Der EX0 macht sich gut auf der winkligen, auf der tollen Strecke. Real Drivers Track, wie die Fahrer rund um den Planeten immer sagen, vom Circuit Park Sanford. Es gibt tolle Kurvennamen hier. Und es gibt natürlich auch die Curbs, wir haben es gerade gehört, leichte Aufsetzer hier. Tarzan Bocht, die ist leicht optimiert worden nach dem Umbau für die Formel 1 aus Sicherheitsrichtlinien. Das bisschen Banking eingeführt in der Tarzan Bocht, der Kurve Nummer 1, das Kiesbett erweitert. Danach die Gerlach Bucht, Hunseruck gibt es, die Hugenholz Bucht, Robs Lotemarker Bucht. Bucht und Scheiflack. Bucht im Übrigen, ja, holländisch für Kurve. Also einige Kurven, nämlich insgesamt 15 Stück an der Zahl, bietet der Circuit Park hier in Sanford. Und da werden die Jungs nachher 9 Runden in jeweils jedem der beiden Rennen zu absolvieren haben. Wir haben auch einige Gesprächspartner in
dieser Übertragung mit dabei. Wer hier den X-Zero in der Hogenholzbucht gesehen haben. Wechselnder Asphalt, großes Thema hier in Sandford, und die meisten Kurven sind blind. Heißt, du siehst den Scheitelpunkt, den Apex, nicht beim Anlenken, und das macht es besonders herausfordernd, besonders anspruchsvoll. Dazu viele Höhenunterschiede der Strecke, die direkt an der holländischen Nordsee liegt, nur durch eine Düne letztendlich getrennt. Begeisterte Fans finden wir normalerweise hier auf den Dünen, auf den Tribünen rund um die Strecke. Und heute sehen wir 17 quasi in der Öffentlichkeit hier unterwegs sind. Michi Heuer haben wir mit dabei. Der weiß ja, wie das Ganze funktioniert. Ein Professional Simracer unterwegs im AVD-Design. Tolles Auto. Unterschiedliche Liveries, die wir hier sehen. Er bügelt hier einmal über Start und Ziel. Topspeed 3,84 wird er hier nicht unbedingt erreichen. Ihm durch die erste Kurve die Tarzanbucht, dann gegengerade anbremsen auf die Gerlachbucht, Kurve Nummer 2 und 3 in der Kombination. Dann 180 Grad durch die Hugenholzbucht bergauf, Hunseruck. Und hier sehen wir den DTM-Champion, den ehemaligen Mike Rockenfeller, in seinem Auto mit der Nummer 8. Bärenstarkes und futuristisches Design, was er sich ausgesucht hat. Mitbegründer der eSport Series bei RCCO, der Racing Concept Cars Organization, die in diesem Jahr im Übrigen ihr 30-jähriges Jubiläum feiern. Bis 2019 gab es da nur Slotcar Races, und im Jahr 2020 hat man angefangen, sich auch auf den E-Sport zu verlagern. Es funktioniert, tolles Konzept, und vor allem dem Auto, was man hier auf die Räder gestellt hat, ist hier einiges zu erwarten. Aber jetzt schauen wir erstmal auf die Strecke, und die stellt natürlich kein geringerer als eben gesehener und genannter Mike Rockenfeller vor. Ja, wir sind in Sandford, mega tolle Strecke. Einiges wurde umgebaut, das ist das neue Layout, extra für die Formel 1. Die letzte Kurve wurde sicherer gemacht, deutlich überhöht. Die Kurve 1 auch das Kiesbett mit einer Asphaltfläche ersetzt, damit man bei einem Versagen der Bremse oder bei irgendeinem Unfall eben das Auto etwas besser verzögern kann. Ansonsten ist die Charakteristik der Strecke immer noch die gleiche. Also das ist wirklich toll und macht genauso viel Spaß wie sozusagen vor den Änderungen. Ja, Formel 1 konnte noch nicht fahren aufgrund von Corona. Wir können es jetzt mit dem EX-Zero, und deswegen habe ich eine Onboard-Runde gefahren und ja, wünsche euch viel Spaß dabei. Fangen wir an, sind auf Start-Ziel, und hier zeige ich euch mal eine Runde mit dem EX-Zero in Sandford. Bremsen Kurve 1, man kommt natürlich mit fast 340 an, ein bisschen den Bremspunkt verpasst, leicht den Scheitel verpasst, aber schön hier im Drift aus der Kurve raus. Hier Kurve 3 über die Kuppe, wird das Auto auch ein bisschen leicht am Ausgang, aber geht noch. Jetzt Kurve 4, bisschen zu viel untersteuern, raus beschleunigen. Hier muss man den ganzen Schwung mitnehmen, man merkt schon, das Auto beschleunigt unglaublich. Wir haben hier schon 290 über die Kuppe, hier auch leicht snappy am Heck. Ist aber normal, weil das Auto natürlich leicht wird in der Kompression. Hier ist es sehr stabil, wieder etwas untersteuern, hier auch. Ja, eigentlich relativ neutral. Hier ist es immer so, dass man fast zu spät bremst. Deswegen habe ich da ein bisschen vorsichtig gemacht. Auch beim Rausbeschleunigen, man merkt wieder, das Auto bricht aus. Schön zu kontrollieren, der Drift durch das Allrad, auch hier. Ja, das macht einfach riesen Spaß, weil man extrem viel Leistung hat und Vortrieb durch die Traktion mit dem Allrad. Hier, uah, fast im Rallye-Style reingedriftet. Nicht ganz mit Absicht, aber auch das macht extrem viel Spaß mit dem Auto. Jetzt hier die vorletzte Kurve, ja, ein bisschen untersteuernd, aber die letzte Ecke geht auf jeden Fall voll. Auch hier wieder, wir haben schon 260 jetzt drauf, Wahnsinn, 300 hier auf Startziel, kurz vor der Ziellinie. Also ja, das macht einfach Spaß und Laune, die Strecke ist faszinierend, und mit unserem Auto macht es extrem viel Spaß. Es ist nicht ganz so leicht zu überholen, das ist sicher was wir merken werden in den Rennen.
Aber das ist die Charakteristik der Strecke oder der Charakter der Strecke und das gehört dazu in Zandvoort. Also, viel Spaß euch. Ja, wir sind in... Herzlichen Dank, Mike Rockenfeller. Und nicht leicht zu überholen, ne? Wir sehen es gleich. Im Qualifying wird es anspruchsvoll und dann kommt es umso mehr auf einen der besten Startplätze an. Hier sehen wir einen Einschlag, also so geht's nicht unbedingt. Wir haben dabei Mirko Sellner, den hatten wir eben schon im Bild, Leistungssportcoach. Wir haben Paul Wingens, mein Lieblingskameramann beim DTM Fan TV dabei. Wir haben André Dietzel, den Leiter Kommunikation bei Volkswagen Motorsport. Wir haben Dani Menzel, Roland Zumsander, Jens Wippermann haben wir dabei von Punkt 1 im MSC Ruhr-Wenne e.V. Design unterwegs. Dominik Heusen, Nick Dom, Software-Ingenieur, Michael Niemers, der Modellbauer, den kennen wir schon aus der RCCO der letzten Jahre. Wir haben Steffen Walter dabei, auch den kennen wir. Jan Sellner, der Redakteur im BS Powersports unterwegs. Stefan Waschow, Mike Rockenfeller, den haben wir schon gesehen. Thomas Vogt natürlich, der Gründer von Speedpool und Champion in der RCCO. Wir haben Matthias Franzen dabei, der Marketingdirektor der Funke Mediengruppe, Björn Skotke, Bodo Kreling, den Fotograf, auf den müssen wir heute leider verzichten. Der hat einen Job, einen anderen als am Lenkrad zu sitzen. Wir haben Manuel Wendel, den Moderator und Caster mit dabei. Also das hier in Zandvoort, wenn wir hier auf Michi Heuer schauen, das AVD-Auto, der momentan ganz vorne rangiert. Tagezeit 1:19.594. Setup unter anderem von Mike Rockenfeller ausgefahren. Das wird dann auf alle Autos übertragen. Bestzeit im ersten Abschnitt. Im zweiten hat er rund eine halbe Zehntel liegen lassen. Mal schauen, ob er die 1:19.594 unterbieten kann. Im letzten Streckenteil unterwegs. Die Doppelrechts Kumholt und Ari Leindijk-Bocht, die zurück auf Start und Ziel führt und dann geht es über die Linie an 1:19.251. Hat dem letzten Sektor nochmal 2,5 Zehntel gut gemacht. Also tolle Zeit, die Michi Heuer da hingelegt hat. Und damit zumindest momentan hat er die Nase vor Mike Rockenfeller, den wir hier im Bild sehen. Er rangiert auf der zweiten Position mit seinem EX0. Unglaubliche Beschleunigung, 2,3 Sekunden von 0 auf 100. Aber Rocky 3 Sekunden langsamer als Michi Heuer. Schauen wir auf Jens Wippermann. Eben haben wir ihn angesprochen. Auch der ist unterwegs. Momentan nur die 7. Position, aber jetzt läuft die Zeit erstmal los nach seiner Einführungsrunde. Bisschen zu weit rausgekommen. Das war nichts in diesem Umlauf. Qualifying ausnahmsweise, was heute gefahren wird, wir hier Steffen Walter sehen. Normalerweise gibt es ein Qualifying-Rennen mit der umgekehrten Startreihenfolge des Tabellenstands. Also um das Ganze ein bisschen abwechslungsreicher und fairer zu gestalten, startet der Tabellenletzte ganz vorn und hat damit die beste Ausgangsposition. Aber nachdem es noch keinen Tabellenstand gibt, hier für den Auftakt in Zandvoort wird das Qualifying ganz normal ausgefahren. 2 Runden für jeden. Wir sehen hier eine 1:23.590 von Steffen Walter. Und damit finden wir ihn auf der 10. Position von insgesamt 13, die bislang hier eine Zeit hingelegt haben. Michi Heuer, das ist der Schnellste, der legt nochmal nach. Ja, aber die Runde kann er auch haken. Neben der Strecke unterwegs gewesen. Also das war es dann erstmal, zumindest für den Umlauf. Der liegt im nächsten nochmal nach. Danny Wenzel mit im Heike 21 Sim Racing. Haben wir gerade im Bild, Startnummer 30. Calibration Engineer beim Volkswagen IDR, dem Elektrorenner, der so einige Rekorde aufgestellt hat, unter anderem beim Pikes Peak. Wir sehen das R auf der Haube vorne.
Ja, und von wegen Qualifying. Das war erstmal das Training. Qualifying geht gleich los. Danke an die Regie an dieser Stelle. Bettina Schuller, die im letzten Jahr noch mitgefahren ist, sitzt da in Hamburg im Speedpool-Studio an den Drückern. Vielleicht auch mal einen großen Dank an alle hinter den Kulissen, die jetzt nicht unbedingt am Lenkrad schrauben und die uns diese tolle Übertragung hier möglich machen. Michael Niemers sehen wir. Fährt für Niemers Race Cars eSports, Startnummer 19. Der Modellbauer, bekannt geworden durch die Doku, die im Nachrichtenprogramm Nachrichtenfernsehen lief. Der ist immer für eine Überraschung gut. Momentan sechstschnellster mit der Startnummer 19. Gerade auf der langen, langen Start-Zielgeraden unterwegs, springen wir nochmal rein bei Jens Wippermann. Der mit Motorsport aufgewachsen ist, infiziert durch seinen Vater, der Berg- und Rundstreckenrennen gefahren ist und seinen Sohnemann dann irgendwann ins Kart gesetzt hat. Formel König ist er unterwegs gewesen, Formel Junior Tourenwagen. Ist er seit 99 nicht mehr aktiv unterwegs, aber als Instruktor bei Sportfahrertrainings und Produktschulungen im Einsatz gewesen. Und damit kam er auch zu seinem Job, Eventorganisation und Dienstleistung im Autosektor. Bis heute. Das Roland zum Sande, Startnummer 41. Der Redakteur bei Speedpool in Hamburg im TV Racing EX Zero unterwegs. 1000 PS bei rund 1000 Kilo Lebendgewicht, also der feuchte Traum eines jeden Rennfahrers. Leistungsgewicht von 1 PS pro Kilo. Zumindest virtuell geht das Auto von Michi Heuer über die Kuppe, hat kaum noch Bodenkontakt, also der ist richtig gut unterwegs. 62.000stel hat er da liegen lassen im ersten Abschnitt. Gerade im zweiten Sektor unterwegs kommt er. Dachte, das wäre die Sektorenlinie, die da weiß auf der Strecke eingezeichnet war. Ist es aber nicht. R-Factor 2 oder R-Factor 2 im Übrigen. Die Simulation, die in diesem Jahr gefahren wird. Richtig Boden gut gemacht. Im zweiten Abschnitt 2,5 Zehntel aufgeholt. Die Richtzeit, die Messlatte hat er gelegt. Während wir nochmal auf Michael Niemers schauen. Der Modellbauer in der Nummer 19. Momentan sechstschnellster. Aber im ersten Abschnitt fehlen ihm da schon knapp 1,4 Sekunden. Und jetzt fehlt unserem Rechner irgendwie der gerade Weg nach vorn. Kleines Ruckeln, jetzt sind wir wieder da. Michi Heuer abgebogen in die Boxengasse. Und das nochmal der Blick auf die Strecke. Qualifying geht gleich los. Die Jungs machen sich bereit. Und dann geht's um die heiße Zeitenjagd hier an der holländischen Nordseeküste. Wetter ist soweit in Ordnung. Das war fast ein Unsafe Release hier zum Start des Qualifyings, zum Auftakt der RCCO eSports Serie in das zweite Jahr. Im letzten Jahr das ganze Ding auf Kiel gelegt und jetzt 10 Minuten Qualifying zum Start in die zweite Saison. Jetzt gilt's. Erste Einführungsrunde und dann werden die ersten Zeiten hier hingenagelt. Im ersten Sektor schon gelb gezeigt. Da ist wohl einer neben der Strecke unterwegs gewesen. Während wir hier die 13 Fahrernamen links im Tower in der Grafik sehen.
Weiß-Blau oder Weiß-Lila, das Auto von Matthias Franzen, kommt mit den Hinterrädern auf den Curb, verliert das Heck und findet sich ganz schnell im Kiesbett wieder, humpelt da zurück auf die Strecke. Rocky hat es ja vorhin angesprochen, der Le Mans-Sieger und ehemalige DTM-Champion. Das Auto mit Allradantrieb, zwei Gänge, Motor vorne, Motor hinten, der alle vier Walzen antreibt und damit die 1000 PS auf den Boden bringt. 2,3 Sekunden, die Beschleunigung von 0 auf 100. Topspeed 384, also das kann sich wirklich sehen lassen. Dazu tolles Design. Und wir sind mit dem Spitzenreiter des Trainings, mit Michi Heuer unterwegs, der den AVD hier über den niederländischen Kurs trägt. Mike Rockenfeller im RCTO-Design. Und hier kann man die beiden E-Motoren bei der Arbeit hören. Bestzeit für ihn im ersten Abschnitt. Aber natürlich wurden die Zeiten aus dem Training gestrichen. Und die Zeitenjagd beginnt jetzt mit Carte Blanche, dem weißen Stück Papier. Dominik Heussen, ja, war ganz gut unterwegs. Bestzeit im ersten und zweiten, dann kurzer Ausritt. Jetzt sehen wir André Dietze, den Kommunikationsexperten im TV-Racing-Auto mit Tigermuster, wenn man so will, im hinteren Bereich des Biests. Unterwegs auf Start und Ziel. 1:19.836 die aktuelle Zeit. Von Michi Heuer gefahren erneut. Rocky 18. dahinter, Dietzel 2,5 Sekunden zurück, dann Niemers zum Sande, Wenzel, Heussen. Wippermann, ja, denkste, Wenzel verbessert sich auf die 7. Position. Nö, ist reingefahren in die Box. Also wir haben erst von den ersten 6 Protagonisten gezeitete Runden. Könnt wir hier Jan Sellner sehen. In Gelb ist er unterwegs. Ja, 6 Minuten 14 noch in diesem ersten Qualifying der 2021er Saison. Tolles Auto, der EX0, den wir jetzt zum ersten Mal hier in Racing Speed unterwegs sehen können. Links im Bild immer noch mit Jan Sellner, Startnummer 15 auf der tollen, tollen Strecke im Circuit Park Sanford. Michi Heuer, der Spitzenreiter, legt nochmal nach. Nicht in dieser Runde. Im ersten und im zweiten Sektor hat er ein bisschen Zeit verloren. Rund 3/10, aber biegt auch entsprechend in die Boxengasse ab. Mike Rockenfeller, der ist noch auf seiner schnellen Runde, aber der hat heftige Schnitzer drin gehabt. Im ersten und zweiten Sektor fehlt da was. Und jetzt im letzten Sektor greift er an. Das war wohl die Einrollrunde. Und da waren wir jetzt mal. Frage ist, 1:19.836 sind angelegt, 5 Minuten 14 noch auf der Uhr. Und Rocky versucht jetzt die 8/10, die ihm da fehlen, auf die Bestzeit von Heuer mit der Motorsäge abzuraspeln. Steffen Walter. Von dem haben wir noch gar keine Zeit gesehen. Erst jetzt reiht sich da ein auf der 6. Position. Etwas über 4 Sekunden fehlen dem TV-Racing-Fahrer auf die Bestzeit von Michi Heuer an der Spitze. Wenzel, Heussen und Franzen, von den dreien haben wir bislang noch keine Zeit. Zum Sande 4,6 Sekunden der Rückstand. Ja, es ist ein Biest, das es zu zähmen gilt. Auch für Stefan Waschow. Nicht so schlecht die Zeit, die er da momentan zeigt. 2,5 Sekunden nur der Rückstand. Damit würde er sich auf der 5. Position einsortieren. Riesensprung
nämlich von der 10. Position. Nach vorn fliegt er an. Ja, die 6. Position ist am Ende. Im letzten Sektor hat er nochmal richtig Zeit gut gemacht. Schauen wir auf Danny Wenzel. Von dem fehlt uns noch die Zeit im Heike 21 Sim Racing Team. Persönliche Bestzeit im ersten und zweiten Abschnitt. Und in der letzten Kurve sind wir mit ihm unterwegs. Die Ari-Leindijk-Bucht nimmt er ordentlich. Kommt dann über die Linie mit einer 1:19.836. Knallt er einen raus und rutscht vor auf die 3. Position. Reiht sich ein zwischen Mike Rockenfeller und André Dietzel auf den Plätzen 2 und 4. Dominik Heussen. In seiner ersten fliegenden Runde unterwegs, genauso wie Matthias Franzen. Franzen Bond, den kennen wir aus dem letzten Jahr. 13. Position, aktuell noch keine Zeit. Ja, das schaut so nach einer 10., 11. Position aus. 12 am Ende der Runde. Sein Rückstand noch 8,1 Sekunden. Ja, 2 Runden sollte er noch hinbekommen, kann sich noch deutlich verbessern. Während Michi Heuer nochmal einen raushaut. Nicht ganz so schnell wie im Training, aber für eine 1:19.310 reicht's allemal. Verbessert damit seine Zeit. Mike Rockenfeller kommt nochmal raus. Startnummer 8, um seine 1,3 Sekunden Rückstand etwas zu pulverisieren, zumindest zu verkleinern. Auch André Dietzel greift nochmal an. Die Zeit läuft mit. Im ersten Abschnitt ist er unterwegs. Im ersten Abschnitt mit den beiden 180-Grad-Kehren. Der Tarzan und der Hugenholz-Bocht. Und dann geht's in den kurvigen, welligen. Boah, das sollte man vermeiden. Heftige Kollision. Entsprechend wird gelb gezeigt in diesem Abschnitt. André Dietzel findet sich im Kiesbett wieder. Ich bin mir nicht ganz sicher, wen er da abgeräumt hat. In jedem Fall, ja, das kann passieren. Hier sehen wir es. Das ist Danny Wenzel gewesen. Ja, Vorwurf können wir ihm keinen machen. Da hinten geht es rauf und runter und man sieht aus dem Cockpit kaum, was hinter der nächsten Ecke ist. Dazu noch Elevation. Es geht nach oben, geht nach unten. Und wenn dann einer quer über die Strecke fährt, dann kann es schon mal passieren. Im Reglement steht, wer einen abräumt, muss sich dann zurückfallen lassen. Generell ist das zu vermeiden und da haben sich bislang auch alle danach gerichtet. Sorgfältig aufgepasst. Und am Ende ist es bislang immer gut ausgegangen. Bestzeit im letzten Abschnitt für Mike Rockenfeller. Rückstand auf knappe 7 Zehntel verkürzt, aber es reicht immer noch nicht, um an der Bestzeit von Michi Heuer zu rütteln. Also wirklich ein Ass, was der AVD da aus dem Ärmel gezogen hat. Schauen wir auf Michael Niemers, 5. Position aktuell für den Mann mit der Nummer 19. Sein Rückstand rund 2,5 Sekunden. Kann sich durchaus sehen lassen, vor allem gegen solche Pros wie Michi Heuer. Niemers Racing, Startnummer 19 hier in schlicht schwarz gehaltenen Design. Fährt er eine saubere Linie, aber es gilt, das Gaspedal oder das Elektronenpedal mit wirklich sensiblem Fuß zu kitzeln. Die 1000 PS können einem auch sehr, sehr schnell zum Verhängnis werden. Michi Heuer erneut im Anflug auf die Linie und schließt noch eine weitere Runde an. Tolle Perspektive. Nee, denkste. Die Sektorenlinie biegt jetzt ab in Richtung der Boxengasse. Das ist nochmal der Blick auf die Strecke. Start Ziel ist oben im hinteren Drittel der langen Geraden.
beste Bedingungen, 25 auf der Strecke. Ja, toll, Gratulation an Michi Heuer, der hier schnellster nicht nur im Training, sondern auch im Qualifying war und seinen EX-Zero entsprechend gleich auf der Pole Position wiederfinden kann. Tja, die Vorbereitungen laufen auch gleich für das Rennen. Zweiter im Qualifying ist Mike Rockenfeller gewesen. Hat im Winter auch viel geübt und wir versuchen, den gerade mal hier mit reinschalten zu können. Ein paar Worte noch, bevor wir dann gleich reingehen in den Season Opener. Und da sehen wir ihn schon, Mike Rockenfeller, grüß dich. Wie war dein Winter? Ja, wie war mein Winter? sagen wir mal busy auf jeden Fall. Erstmal ging die DTM-Saison ja doch länger als sonst. Dann privat haben wir das Glück gehabt, im Dezember noch unser drittes Kind zur Welt zu bringen. Und das war natürlich auch was ganz, ja, ganz Spezielles. Hatte ich so auch noch nie. Die anderen zwei Jungs sind ja im Sommer zur Welt gekommen und jetzt unsere Tochter tatsächlich an Heiligabend. Ach, wie schön. Am 24. Ja, ein kleiner Engel. Und alles gut. Von daher privat sehr viel zu tun und natürlich positiv, klar. Mit dem Thema World EX haben wir extrem viel zu tun auch, ja, vieles zu verstehen, vieles zu entwickeln, an allen Fronten eigentlich am Kämpfen. Und das ist natürlich nicht nur uns, sondern ja, mein Hauptthema nach wie vor ist ja das echte Fahren und das reale Fahren, was natürlich in der aktuellen Lage auf der Welt auch alles ein bisschen anders ist. Das haben wir letztes Jahr schon gemerkt und das fühlt sich sofort. Ich war im Dezember noch testen in Daytona mit dem DPI Cadillac und Action Express als Team und werde da übermorgen hinfliegen zum Roar und dann eben zum 24-Stunden-Rennen. Und da freue ich mich natürlich extrem. Ich denke, ja, das ist ein Highlight. Und heute Abend, jetzt hier auf P2, ich glaube, der Michi Heuer ist ein absoluter Crack im Simracing. Ganz netter Kerl. Und ich muss sagen, mir ist eh bewusst, dass ich da mehr Zeit investieren muss, noch theoretisch. Ja. Ich bin zwar schon viel das Auto gefahren, ganz klar, aber ich glaube, da ist noch Luft nach oben und das haben wir gerade gesehen. Aber gut, das Rennen ist nicht nur eine Runde. Das Auto ist hart zu den Reifen. Ja, wir haben einen hohen Verschleiß, weil du so viel Leistung eben hast. Ja, und die Rundenzeiten, wenn du das anschaust, ist schon extrem schnell. Und dann müssen wir mal schauen, wie es über die Distanz geht. Vielleicht habe ich ja eine kleine Chance, aber ich bezweifle es. Ja, tolles Auto, was ihr da designt habt. 1000 PS auf 1000 Kilo. Du hast ein bisschen aufgerüstet. Ich sehe das EX auf deinem Lenkrad, habe ich letztes Jahr noch nicht gesehen. Warst du dran beteiligt an der Taufe, aus dem Taufeheben des Autos? Von dem ersten Rollout sozusagen an. Und wir werden auch nochmal ein Update machen. Aber es ist schon spannend, ja. Am Anfang, als wir das erste Mal gefahren sind und die Dimensionen sozusagen festgelegt haben, die Eckdaten, da war es noch nicht so ganz einfach zu fahren und es ist immer noch extrem schwer, das Auto zu bewegen. Ich glaube, es ist sehr speziell, weil es einfach Allrad betrieben ist, weil es diese extremen Leistungsdaten hat und das macht es natürlich einzigartig, ja, und nicht nur die Topspeed, ich meine geradeaus schnell fahren, das ist cool, aber das ist jetzt keine große Kunst, sondern dieses Auto wirklich präzise zu bewegen. Und ich habe jetzt schon so ein paar Simracer gesehen mit dem Auto und das ist schon faszinierend, was die machen. Ne? Die driften das wirklich mit 200 km/h, so einem leichten Slide. Natürlich killt das den Reifen, aber es sieht spektakulär aus und man hat viel Spaß und ich bin wirklich am Schwitzen von den paar Runden, weil es extrem anstrengend ist. Natürlich Sandford auch noch eine sehr spezielle Strecke. Wie viele Kilometer hast du schon gefahren in dem Boliden? Ich habe es nicht gezählt, aber es waren viele Abende, viele Tage tatsächlich und
ist ein langer Weg gewesen auch und da muss man auch wirklich Danke sagen, auch ja, an die Leute von Studio 397, R-Faktor 2. Wir haben das ganz cool, glaube ich, gemacht und es ist noch Luft nach oben. Es werden Updates kommen, das kann ich verraten. Natürlich optisch hier und da Kleinigkeiten, um das Auto noch ein bisschen cooler zu machen. Wir hoffen, dass das so schnell wie möglich irgendwann auch Funken sprühen. Das ist was, was ich vermisse. Ja, das sieht immer spektakulär aus. Das ist aber in der Simulation noch nicht integriert. Ansonsten, der Scheibenwischer steht nicht in einer guten Position. Da werden wir dran arbeiten. Der ist wirklich im Sichtfeld. Das Setup wird nochmal, dieses Default-Setup, was du quasi, wenn das Auto runterlädst in der Plattform, das wird nochmal überarbeitet. Oh, ich glaube, wir gehen jetzt, wir reden nachher nochmal. Also, alles klar, machen wir. Ich freue mich, dich bald wieder live zu sehen. Ciao. Viel Erfolg und Grüße an deine Frau, dass sie dir deine anderen Kinder noch vom Hals hält und dich soweit unterstützt. Also, wir gehen jetzt ins Rennen. Ins Qualifying-Rennen. Danke, Mike, erstmal für den Moment. Die Autos stehen schon auf dem Grid ganz vorne. Michi Heuer, Mike Rockenfeller auf der zweiten Position. Einmal die Kameras durchschalten an die verschiedenen Streckenteile auf den 4,25 Kilometern am Circuit Park in Sanford. Die Track Marshals stehen bereit und wir sind bereit, ins Rennen reinzugehen. Ab geht's! Und da geht die Hatz auf die erste Kurve los. Aber das Rennen, und das ist ein alter Rennfahrer, ein Spruch, eine alte Weisheit, wird nicht in der ersten Kurve entschieden. Das ging schon mal gut. Alle sind durch die Tarzanbocht gekommen. Hin und wieder gibt es Rauchentwicklung. Aber bislang. Gut, jetzt kann Mike Rockenfeller so ein bisschen die Linie von Michi Heuer hier an der Spitze beobachten. Zumindest bislang hat er es nicht abreißen lassen. Finden wir auf der zweiten Position. Abstand 6/10. Und wie es Mike vorhin in der Streckenvorstellung schon gesagt hat, es ist schwer zu überholen im Circuit Park Sanford. Also bin ich mal gespannt, wann wir die ersten Manöver sehen. Wippermann auf der siebten Position. Leidenschaftlicher Simracer. Der erste Simulator, der bei ihm im Keller stand, war das Tomy Racing Cockpit, was er mit 6 Jahren zu Weihnachten bekommen hat. Steht immer noch im Keller und es funktioniert auch immer noch, während wir kurz Platz nehmen bei Rocky auf der Haube. Rückstand etwas verkürzt, natürlich immer beim Anbremsen. Schiebt sich das Ganze etwas zusammen. Heuer da kurz neben der Strecke gewesen. Eine Staubentwicklung hinten links. Rocky fährt die engere, die innere Linie. Während wir hier auf Danny Wenzel schauen. Startnummer 30. Dritte Position. Dahinter gibt es Verschiebungen. Mich alles täuscht, ist Dietzel da durchgereicht worden. Offensichtlich war der kurz neben der Strecke. Runde 2 von insgesamt 9 bleiben wir bei Danny Wenzel auf der 3. Macht der Boden gut auf Rocky auf der zweiten Position und vergrößert den Abstand auf seinen Verfolger, auf Dominik Heussen im Software-Ingenieur mit der Startnummer 23. Momentan vierte Position. Dann sehen wir Michael Niemers auf Platz 5, verfolgt von Jens Wippermann. 8/10 gerade der Abstand. Sellner dahinter, 5/10 fehlen ihm. Michi Heuer mit schnellster Rennrunde. 1:20.366 hat er hier hingeknallt. Rockys Abstand immer noch 6/10, aber es spitzt sich zu. Zwischen Niemals, Wippermann und Sellner. Hier schauen wir über die Nase. Des Sauerländers, der jetzt in Mittelhessen lebt mit seiner Familie. 2 Kinder hat er, 10 und 12 Jahre alt. Ich denke, die stehen im Bereich des Simulators rum und schauen Papi beim Lenken zu. Da ist der Kampf an der Spitze.
heuer noch vorn, aber Rocky mit der inneren Linie, mit der engeren, schickt er sich an, den Spitzenreiter hier auf die zweite Position zu verschieben. Kopf an Kopf und Rockenfeller zieht durch, holt sich die Führung. Aber da kommt direkt der Konter von Heuer auf der Außenbahn. Rocky schmeißt die Tür zu. Damit behält er erstmal in der dritten von 9 Runden die Nase vorn. Tolles Manöver, was der Le Mans-Sieger und DTM-Champion hier geleistet hat. Jetzt im Windschatten versucht Heuer nochmal an Rocky vorbeizugehen. Wir springen im Feld etwas nach hinten. Den dritt, viert, fünft Platzierten. Beziehungsweise, nee, Heusen, Niemers und Wippermann im Bild. Das die 23, Dominik Heusen, der Software-Ingenieur. Leidenschaftlicher Simracer. Und der schlägt sich sehr gut als Spitzenreiter der Verfolgergruppe, wenn man so will. Hinter Wenzel reißt etwas ab. Lücke von gut 4 Sekunden auf Dominik Heusen, der enorm unter Druck steht. Und das der Spitzenreiter Rocky, der fast 6 Zehntel seinen alten Rückstand gerade aufgebrummt hat auf den vormals Führenden, dem Pole-Setter Michi Heuer, der hat jetzt das Nachsehen und Rockenfeller direkt vor sich. Die umgestaltete Ari-Leindijk-Bucht, die letzte Kurve, Nummer 15 hier in Sandfort. 5 Runden noch zu gehen. Inklusive der, in der wir gerade unterwegs sind. Der Kampf um die 9. und 10. Position zwischen Roland Zumsande und Steffen Walter. Beide im TV-Racing-Team von Thomas Vogt unterwegs, dem Speedpool-Gründer und RCCO-Champion im Slotcar. Wippi macht Druck auf Dominik Heusen. Rückstand schwankt so um die 6-7 Zehntelsekunden. Wippermann sich akribisch vorbereitet auf diesen Saisonauftakt der RCCO EX Zero. Am Anfang, wie jeder, der in dieses Auto gestiegen ist, virtuell seine Probleme gehabt, das Biest zu zähmen, aber momentan schaut es ganz gut aus, im Prinzip bei allen im Feld. Kurz gelb im dritten Sektor. Danny Wenzel haben wir da gerade kurz im Bild gesehen. Startnummer 30. Der Drittplatzierte. Ja, etwas verloren auf seiner dritten Position da. Bisschen über 4 Sekunden Rückstand auf den Zweitplatzierten Michi Heuer, bei dem wir jetzt Platz nehmen. Na, von wegen. Roland Zumsandes Nase ist das, der Steffen Walter vor sich hat. Ich dachte, das Design von Walter, beziehungsweise die Farben sind ähnlich wie die von Mike Rockenfeller. Kurze Verwirrung, ich muss mich auch erst an die neuen Designs gewöhnen. Verkürzt den Abstand. 5-6 Zehntel. Ein bisschen weit neben der Strecke gewesen, hat das Auto aber gefangen, muss etwas vom Gas und damit vergrößert sich der Vorsprung von Steffen Walter. Und das jetzt der Blick von Michi Heuer im AVD-Renner, macht er Jagd auf Mike Rockenfeller. Runde 6 von 9. Richtig enges Ding an der Spitze und da greift er an auf Start und zieht raus aus dem Windschatten. Ist aber in der schlechteren, weil äußeren Linie unterwegs. Rocky drückt sich da innen durch und behält erstmal in der Tarzan-Bocht die Nase vorn. Aber die Nummer ist noch nicht gegessen. 3 Runden sind noch zu fahren. Heuer da weit außen, zieht dann rein in Richtung Scheitelpunkt.
in der Hugenholzbucht Nummer 4. Jetzt durch den welligen Teil. Schön, dass man hier mal die Höhenunterschiede sehen kann bei dem Kurs, der eingebettet in den Nordseedünen in Nordholland liegt. Eine halbe Stunde rund von Amsterdam entfernt. Aber in dem Fall ist es nur ein paar Gehminuten vom Wohnzimmer entfernt, weil jeder der Simracer sitzt natürlich in seinem eigenen Rig zu Hause. Ganz wie es das wilde Jahr dich 20 uns schon vorgegeben und gezeigt hat. Der Kampf um die vierte und fünfte Position zwischen Michael Niemers und Dominik Heusen. Während an der Spitze Rocky immer noch die Nase vorn hat. Heuer hat es etwas abreißen lassen, 3/10. Und hier schalten wir um auf das Spitzenduo. Schöner Drift, den wir von Michi Heuer da immer sehen. Rocky hat es ja vorhin angesprochen, die richtigen Pros können das Ding bei 200 über alle vier Räder driften lassen. Zurück beim Kampf um Position 4 und 5. Richtig enge Kiste. Und ich kann euch nur die Social Media Kanäle Hashtag RCCO eSport und Vision RCCO ans Herz legen. Genauso RCCO AG. Alle weiteren Infos natürlich im Internet. Und wenn ihr wollt, werdet Teil des RCCO Business Club. Unter Gleichgesinnten lässt sich's doch gut aushalten. Noch hat Rocky die Nase vorn. Michi Heuer 4/10 zurück an der Spitze in der vorletzten Runde. Umlauf 8 von insgesamt 9. Rocky, einer der Gründungsväter neben Thomas Vogt der RCCO eSports Serie. Derweil gibt es eine Strafe für Michael Niemers. Den wir hier sehen, muss da einmal in die Boxengasse abbiegen und damit ist es für ihn weitestgehend gelaufen. Na, obwohl, hat genügend Vorsprung. Also er fährt da einmal durch die Gasse. Wippermann dafür vorbei. Niemers jetzt nur noch auf der 6. Position. Jan Sellner auch er mit Strafe. Den finden wir auf Platz 10 aktuell. Und die Spitze geht rein in die letzte Runde. Also Rocky vorn, aber Heuer kontert und drückt sich vorbei mit seinem EX-Zero Beast. Leichter Fehler, hat da mit ausbrechendem Heck zu kämpfen, behält aber die Nase vorn, dass der Blick des Verfolgers von Mike Rockenfeller, der jetzt nur noch wenige Möglichkeiten hat, sich vorbeizudrücken am Mann, der auf Pole stand, dem er grandios die Führung abgenommen hat und sie jetzt wieder verloren hat an den Sim Racing Pro, an Michi Heuer. Und ja, 8/10 am Ende, knapp der Vorsprung. Als dann das schwarz-weiß karierte Tuch geschwenkt wird. Heuer vor Rockenfeller, Wenzel auf Platz 3, dahinter Heusen und Wippermann. Aber für die ist die Messe noch nicht gelesen. Die müssen ja erstmal noch die Linie überqueren. Linie hat André Dietzel im Schlepptau. Auf der 7 dann Michael Niemers vor der 37 von Walter. Na, Niemers in der Box. Wird da durchgereicht, also Niemers auf der 9 geführt vor Sellner, Waschow. Sellner Junior, also Jan Sellner, finden wir auf der vorletzten Position. Aber erstmal Gratulation an unseren AVD Simracing Experten
an den Sieger hier im ersten Rennen. Das ist er nicht, das ist Jens Wippermann, den wir auf Platz 5 im Ziel gesehen haben. Und das ist Michi Heuer. Das ist der Sieger des ersten Qualifying-Rennens. Ja, und ich habe den nächsten Interviewgast, sehe ich hier auf meinem Bildschirm. Das ist der RCCO-Gründer, das ist Thomas Vogt. Grüß dich. Ich weiß nicht, wie es euch da draußen geht. Ich höre dich leider nicht, Thomas. Aber vielleicht mal meine Frage, wie stressig waren denn die letzten Wochen für dich? Nee, tut uns leid, technische Probleme da. Der Verbindung zwischen Thomas Vogt. Schönes Logo auf dem Sweater sehe ich da gerade. Aber danke, Thomas, für die Möglichkeit. Ich wünsche dir viel Erfolg jetzt im Rennen. Wir versuchen es vielleicht einfach später. Beziehungsweise wieder die Bilder von der Strecke TV Racing. Wir haben es gerade auf dem Sweater von Thomas Vogt gelesen. Also genau das Team, in dem er auch unterwegs ist. Thomas Vogt mit der Startnummer 7 bestreitet er das Rennen. Ja, ist einiges verändert worden, vor allem an der Peripherie in Holland. Da oben stand so ein uralter Überseecontainer früher. War ein richtig toller Punkt, um die Strecke komplett zu überblicken. Da durften wir als Kommentatoren immer so eine Hühnerleiter hochkraxeln. Das Ding war an allen Ecken verrostet. Ich habe eigentlich darauf gewartet, dass irgendwann der Boden runterkracht. Ist aber nie passiert. Und dann hat man das Ding runtergenommen und hat die ganze Geschichte umgebaut. Und ja, das jetzt die Strecke. Das Spiel R-Faktor 2 Layout von 2,259 Kilometer, die es heute hier zu absolvieren gilt, gleich im ersten richtigen Rennen in Sandford am Circuit Park. Und dann geht's weiter mit Sebring am 8.2. Wir gehen nach Estoril am 8.3., einen Monat später in Portugal. Dann 19.4. in Berlin, das Formel-E-Layout, was wir da zu den 6 Rennen im letzten Jahr gesehen haben. Da wird auch der EX-Zero unterwegs sein und ich bin mal gespannt. Die Strecke ja nicht besonders breit, die Strecke nicht besonders lang und dann 1000 PS Bolide. Das gibt sicher ein richtiges Gemetzel am 19.4. auf der Strecke in der deutschen Hauptstadt, bevor es dann am 10.5. auf die Kultstrecke schlechthin in deutschen Landen auf die Nürburgring-Nordschleife geht zum Superfinale und vorher auf den Grand Prix-Kurs. Mike Rockenfeller fährt raus aus der Boxengasse in Richtung der Startaufstellung zu Rennen 1. Natürlich nach der Reihenfolge, die wir gerade im Qualifying-Rennen der ersten Reihe, aber doch nur von der zweiten Position. Nachdem er gerade auf dem letzten Drittel der Strecke letztendlich seine Führungsposition an Michi Heuer, dem vormaligen Pole-Sitter, wieder hergeben musste. Drei Minuten jetzt das Warm-up, während wir mal ein paar Telemetriedaten eingeblendet bekommen. Erst von Mike Rockenfeller, jetzt von Steffen Walter. 200 km/h. Bin einmal auf der Strecke mit Frank Bieler in einem Serien A4 unterwegs gewesen. Das war schon beeindruckend genug. Auch wenn das Ding gerade mal an die 200 PS hatte. Also nicht zu vergleichen war mit den Pferdchen, die die Elektromotoren hier auf die Straße bringen. Wippi mit
schön übersteuern und nachdem er auf die Curbs kommt, kann er das Auto dann nicht mehr abfangen. Leider gibt es technische Probleme bei Björn Skotke. Scotty damit nicht im ersten Rennen dabei. Der Mann, bei dem wir uns auch mal bedanken müssen, der sich um die komplette Organisation, Fahrerbriefings und alles rund um den Discord-Channel kümmert. Ja, und die technischen Probleme haben nicht nur Scotty ereilt, sondern Thomas Vogt. Erst haben wir ihn nicht hören können, ist das Mikrofon ausgestiegen, jetzt der ganze Rechner. Also auch Thomas Vogt hat da leider mit technischen Problemen zu kämpfen, die er in den nächsten 1 Minute 40 nicht mehr lösen kann. Also auf die beiden werden wir im ersten Rennen dann verzichten müssen. Tut uns leid. Grüße daher erstmal an die beiden Jungs. Michi Heuer, würde ich sagen, kann mal eine Fahrstunde geben. Und zwar Jens Wippermann, gleiche Szene. Schön ausbrechendes Heck, aber er hat's gefangen. Nicht umsonst hat er gerade das Qualifying-Rennen für sich entschieden. Kurz bei ihm an Bord. Die 200 km/h Marke hier knackt. Schauen wir auf Michael Niemers, dem 7/10 auf den Führenden fehlen, aber das Ganze natürlich nur beim Warmlaufen. Schon wieder jemand neben der Strecke im zweiten Sektor. Danny Wenzel, der Calibration Engineer im Volkswagen IDR. Beeindruckender Bolide, ähnlich wie der iX Zero. Und auch für ihn gilt hier die Reifen auf Temperatur bringen. Schöner Trift, den er uns hier zeigt. Nimmt die Curbs mit. Ja, und wir freuen uns gleich auf den Start. Zu Rennen 1. Eine RCTO iX Zero Saison Nummer 1. Bei dir noch viele Updates, das Boliden, das iX Zero folgen werden. Wir haben es vorhin von Mike Rockenfeller gehört. Aber jetzt schauen wir uns erstmal an, wer Rennen 1 und damit die erste Veranstaltung hier in Sandford für sich entscheiden kann. Das Warm-up ist zu Ende. Ja, und da haben wir den Streckensprecher gehört, der aber garantiert kein Holländer war, weil in den letzten 20 Jahren sind hier Rob und Arthur immer am Mikrofon gesessen. In dem Fall war es keiner von den dreien. Aber die Autos stehen bereit. Wie gesagt, 2 fehlen uns, 11 Stück damit jetzt am Start und zwar in umgekehrter Reihenfolge nach dem Qualifying-Rennergebnis, um das Ganze etwas spannender zu gestalten, dass der Blick von oben auf die Tribüne, rechts von Start und Ziel und wir warten auf die Ampel, ab geht's, 9 Runden erneut zu gehen. Das Feld schwärmt weit aus, geht rein in Kurve Nummer 1, gleich schöner Kampf da vorne an der Spitze, Kollision dahinter, da haben sich 2 berührt, sind sich etwas zu nahe gekommen. Sellner vor Niemers. Dann der zweite Sellner. In dem Fall Papa Sellner, der Coach, auf der dritten Position. Aber Jan hält sich da vorne. Bärenstark. Widersetzt sich den Angriffen von Michael Niemers. Und das ist Michi Heuer, der schon ordentlich Boden gut gemacht hat. Von der letzten Position aus gestartet, hat er sich schon vorarbeiten können. Auf Platz 6, Kollision da. Davon profitiert Mike Rockenfeller, den finden wir auf der 5. Position. Michi Sellner, der Kollege, der da im Weg gestanden hat. Mirko Sellner, Entschuldigung,
Michi Heuer, der Kollege, den er gerempelt hat und jetzt vorbeigegangen ist am gelben Boliden. Hier sehen wir das Auto von Mirko. Beziehungsweise die 15, die gehört Sonemann Jan. Immer noch in Führung. Niemals auf der zweiten Position. Schlägt sich da vorne aber wacker. Auch wenn Niemals richtig Druck macht, muss er erstmal den Weg vorbeifinden. Wenzel 2,5 Sekunden hinter diesem Geschehen. Dann Dietzel auf einer stabilen 4. Position. Der hat Mike Rockenfeller im Rücken. Dann Michi Heuer. Hier finden wir den Mann, der eine Bestzeit nach der anderen hingezaubert hat. Ups, auf Abwägen. Da hätte er mal besser aufs Heck von Mike Rockenfeller geschaut, dann wäre er vielleicht jetzt noch auf der Strecke, aber Rocky tapfer auf der 4. Position. Das ist schon mal gut, wenn der ärgste Konkurrent kurz den Weg durchs Kiesbett gefunden hat. Der wird ihm so schnell dann nicht gefährlich davon. Angriff an der Spitze. Niemals versucht es außenrum. Auf Start und Ziel geht er vorbei, drückt sich durch. Ja, ist vorbei vor dem Anbremsen in Kurve Nummer 1. Schöner Slide von Wenzel auf der 3. Und Niemals hat sich durchgesetzt, während Jens Wippermann eine Durchfahrtsstrafe bekommt, setzt sich Niemals an der Spitze schon 1/6 von Sellner ab. Rockenfeller, den finden wir schon auf der 3. Position. Das ist Michi Heuer, Platz 5 aktuell. Hinter Danny Wenzel. Aber doch mit 5 Sekunden Rückstand auf den neuen Führenden, auf Michael Niemers. Rockenfeller ist dran am Spitzenduo. 4/10 zurück auf den Zweitplatzierten. Wartet er jetzt auf seine Chance? Das ist der Kampf um die 7. Position zwischen Mirko Sellner und Roland zum Sande. Mirko Sellner, der Coach, behält momentan die Nase vorn. Aber zum Sande lässt es nicht abreißen. Ja, und hier kommt der Angriff von Rockenfeller. Vorbei an Jan Sellner. Beiden gleich auf, aber Jan lässt Mike Rockenfeller hier den Vortritt, beziehungsweise der hat sich aber mit der Brechstange vorbeigedrückt. Klare Sache. Ups, und das erneute Probleme bei Michi Heuer, der 5. Platzierte. Mit ein paar Pirouetten verliert richtig viel Zeit. 10 Sekunden fehlen ihm jetzt schon auf Michael Niemers, den Führenden, oder 9 Sekunden auf den 2. Platzierten, seinen ärgsten Konkurrenten Mike Rockenfeller. André Dietzel mit springendem EX-Zero hier auf der Bahn. 1,3 Sekunden vor Mirko Sellner, der wiederum unter dem Druck von Roland Zumsander etwas zu leiden hat. Augen in den Rückspiegel. Aber auch Zumsander ist beschäftigt. Einmal damit den Abstand nach vorne auf Mirko Sellner zu verkürzen. Ja, und geht da vorbei nach Fahrfehler von Sellner. Auch Heusen hat den Weg nach vorn gefunden. 5 Runden noch. Heuer holt da und quetscht aus dem Boliden raus, was drin ist. Batterie mit 100 Kilowattstunden, also so sehr auf die Energie achten muss er nicht bei diesen Sprintrennen, anders als bei den Rennen der ABB 4. Formel E ist hier Vollgas an der Tagesordnung. Das Ganze auf richtigen Rennstrecken, wenn man so will, in Anführungszeichen. Danny Wenzel
Startnummer 30, vierte Platzierung aktuell. Kampf mit Jan Sellner, der sich hier ziemlich wacker schlägt. Probleme hier beim Calibration Engineer. Verliert ein bisschen Boden, aber keinen Platz. Immerhin Rockenfeller derweil nach der Spitze gegriffen. Michael Niemers hinter sich gelassen und hier sehen wir den neuen Spitzenreiter. Im Quali-Rennen hatte er schon mal die Nase vorn, aber jetzt hat er sie tatsächlich auch im Rennen. Das kann ein Sieg werden, weil momentan ist keiner da, der ihm das Wasser reichen kann und sein ärgster Konkurrent liegt 8,6 Sekunden zurück. Nach Rempeln und Pirouetten hat er da richtig viel Zeit liegen lassen. Rocky hat sich aus allen Schirrereien rausgehalten und das Endergebnis aktuell oder das Zwischenergebnis, wenn man so will, Jan Sellner, der sich Danny Wenzel noch vom Hals halten will. 0,4 der Vorsprung, aber rapide schrumpfend sucht sich der Calibration Engineer den Weg vorbei, drückt sich durch, damit Wenzel auf der 3 und Sellner nur noch auf der 4. Position. Ja, denkst du, plankt da ein. Damit profitiert Heuer und auch Waschow kommt noch durch. Sellner damit gleich 2 Positionen verloren, findet sich auf der 6. Platzierung wieder. An der Spitze Mike Rockenfeller auf und davon 2,4 Sekunden auf Michael Niemers auf der 2. Position. Schon rausgeholt, den wir hier im Bild sehen. Michi Heuer mit Strafe. Ja, das macht natürlich einen kompletten Strich durch die Rechnung. Durch das Rennen von Michi Heuer. Die Durchfahrtsstrafe, die tut ihm richtig weh. Hat sich zwar schon vorgearbeitet jetzt auf die 4. Position, aber das wird definitiv nichts. Da verliert er nochmal einiges an Boden. Einmal langsam durch die Boxengasse. Derweil hat Rocky an der Spitze den Vorsprung schon auf fast 4 Sekunden ausgebaut. Während Heuer hinter Wenzel hängt. Und zwar rund irgendwas zwischen 2 und 5 Zehntel der Abstand. Während wir auf Michael Niemers, den Zweitplatzierten, schauen. Auch Jan Sellner, der das Rennen von vorne in Angriff genommen hat, mit Durchfahrtsstrafe. Und hier nochmal der Hinweis in der Grafik auf Hashtag RCCO eSport und Hashtag Vision RCCO. Wenzel und Heuer. Heuer lässt es nicht abreißen. Ich weiß zwar nicht, wann der seine Strafe antreten will. In jedem Fall, oh, noch ein Rempler. Und eine Strafe für Roland zum Sande. Also jetzt wird hier aber wirklich wild gekegelt beim Saisonauftakt der RCCO E-Sport-Serie mit dem EX-Zero. Auf der Strecke im Circuit Park Sandford. Das ist der Spitzenreiter Mike Rockenfeller. Schon über 14 Sekunden sein Vorsprung. Das Ganze im vorletzten Umlauf. Während sich Heuer immer noch an Wenzel abmüht. Chapeau. Danny Wenzel, Startnummer 30. So ein Ass musst du erstmal hinter dir halten. Aber klappt anscheinend ganz gut. Mike Rockenfeller hat es vorhin nicht ganz so gut hinbekommen, während André Dietzel auch eine Strafe bekommt.
Marketing- und Kommunikationschef bei Volkswagen Motorsport, biegt Michi Heuer jetzt ab und das die Schnauze von Mike Rockenfeller bzw. von seinem EX0. Ich glaube, der hat schon so genommen. Oder er hat ein technisches Problem. In jedem Fall schrumpft der Vorsprung enorm. Noch 4,5 Sekunden. 3,5 auf Michael Niemers, den Zweitplatzierten. Auto ist zwar noch auf der Strecke, aber der Vortrieb fehlt. Ich weiß nicht, ob die Batterie Ladung aufgegeben hat oder ob er es nochmal ein bisschen spannend machen will. Jetzt kann er in jedem Fall wieder Gas geben. Michi Heuer ist zurück. Zwar 28 Sekunden auf Mike Rockenfeller die Lücke, aber ganz klar vor André Dietzel. Strafe für Roland zum Sande. Vorsprung von Rockenfeller. Jetzt noch eine halbe Sekunde und ja, ich glaube, gleich ist es soweit und Michael Niemers schnappt sich die Führung. Das wäre eine wirkliche Überraschung zum Saisonauftakt. Aber nee, so richtig geht's nicht. Rockenfeller hat anscheinend wieder zu Speed zurückgefunden. Fährt da weit in Kurve 1 und Niemers geht durch, damit neuer Spitzenreiter. Mike Rockenfeller. Nee. Also Michael Niemers, der neue Zweitplatzierte jetzt, also Safety Car war draußen, deswegen insgesamt eine Runde mehr, die absolviert werden muss. Die war auf die ursprüngliche Rundenanzahl draufschlagen. 9 waren angesagt, 11 Runden sind es jetzt, also sogar 2 Runden, die das Safety Car draufgeschlagen hat und damit wird sogar eng mit der Energie. Eben habe ich es noch gesagt, 100 Kilowattstunden, kein Problem, über eine Renndistanz zu gehen. Wenn die sich jetzt aber weit über 20% verlängert, die Distanz, dann wird es natürlich wirklich eng mit der Energie und dann musst du haushalten. Und Mike Rockenfeller hat sofort begriffen, ist einfach vom Gas gegangen, von wegen technisches Problem und kein Vortrieb mehr. Der wollte einfach Energie sparen, damit er jetzt in den letzten anderthalb Runden noch genügend Saft in der Kiste hat. Schauen wir aus der Sicht von André Dietzel auf Michi Heuer. So, jetzt sind uns 12 Runden hier angezeigt. Also das wird eine richtig enge Kiste, rein energetisch. Ah, Rennen ist beendet. Da kommt auch Heuer über die Linie. Also Rockenfeller holt sich den ersten Sieg in der 21er Saison vor Niemers, Wenzel, Wascho, Heusen. Heuer wird Sechster, der absolute Favorit hier für den Sieg, aber er hat ja die Chance nochmal beim zweiten Rennen. Dahinter dann Dietzel, Wippermann zum Sande und Franzen. Damit 10 Autos im Ziel, 3 sind ausgeschieden, aber da war doch schon mal jede Menge Action drin. Auf den 4,25 Kilometern am Circuit Park in Sanford zum Auftakt in die RCCO eSport Series Ausgabe 2021. Wow.
Green flag, go, go, go! Schöner Slide hier nochmal vom Führenden von nicht nur über eine Runde geht. Und dank Erfahrung, vor allem in der Langstrecke auch, hat er sich hier den Sieg geholt. Tja, die Strecke hier in Sandford immer für eine Überraschung gut. Äußeren Bedingungen sind gleich geblieben über die vergangenen 11 Runden. Also 25 Grad, hoffen wir, dass das Gleiche auch im zweiten Rennen so anhält. So, Mike Rockenfeller ist bereit, lese ich da gerade. Schalten wir mal rein. Du hast alles richtig gemacht, würde ich mal sagen. Am Ende, ich hatte erst gedacht, du hast ein technisches Problem, aber es ging um Energiesparen, oder Mike? Ja, das ist natürlich so ein bisschen noch die Tücke. Was jetzt als nächster großer Schritt noch im Auto kommt, ist rekuperieren. Das ist ja, das so Update, was jetzt kommt, dass man wirklich eine deutlich bessere Reichweite noch hinkriegt, als aktuell jetzt die neuen Runden hier in Sandford. Ja gut, unser Format wird eher auf kurze Rennen sein, also von daher ist das kein Thema, aber wir wollen das ja so darstellen, wie auch in echt die Technik aussieht, Stand der Dinge ist. Ja, und jetzt war es natürlich ein bisschen komisch, das Rennen durch das Safety Car und ja, auf einmal mussten wir immer mehr fahren und ich war leer, also von daher, da ging nichts mehr. Aber das sind alles so Sachen, die wir hier gerade lernen. Ich habe das mit dem Safety Car gar nicht so richtig mitbekommen, also zumindest habe ich es in der Grafik nicht gesehen, also auch ich habe noch einiges zu lernen, aber du hast ja schon gesagt, das Rennen kannst du nicht in einer Runde gewinnen, also es war wirklich turbulent und ich hätte auch nicht gedacht, dass ich die ursprüngliche Spitze so lange da vorne halten kann. Ja, die waren gut unterwegs, das steht fest, aber ja, es ist hier und da noch sehr chaotisch gewesen, definitiv. Aber auch das gehört dazu am Anfang, ja, die Umstellung, viele sind noch gar nicht viel gefahren mit R-Faktor oder jetzt auch mit dem Auto speziell. Und da hat man natürlich so viele Parameter an so einem Simulator, die man einstellen kann, ja, das Force-Feedback, die Pedalerie in der Plattform, in der Simulation, extrem viele Sachen im Hintergrund, die da nachher einen großen Einfluss auf das Fahrgefühl haben. Und ich denke, da ist noch viel Luft bei allen nach oben, ja. Aber mir hat Spaß gemacht, durchs Feld zu fahren und auch, weil das erste Rennen hat mir Spaß gemacht mit dem Michi natürlich. Leider in der letzten Runde ein bisschen Luft ausgegangen und ein bisschen verbremst. Ja, da war er vorbei. Aber der macht es schon sehr gut. Ja, Michi Heuer werden wir gleich noch mal ein bisschen beobachten können, nämlich im zweiten Rennen, wenn er wieder angreifen kann. Hat sich ja selber so ein bisschen in den Fuß geschossen und dann sehen wir hoffentlich auch wieder so einen Kampf wie im Qualifying-Rennen zwischen euch beiden. Danke Mike und viel Erfolg für zwei. Alles klar, Dankeschön. So, und hier sehen wir Michi Heuer, der jetzt die Akkus wieder aufgeladen hat. Rekuperieren, was Mike angesprochen hat, ist ganz einfach. Kennen wir aus der Formel E. Es gibt einen Hebel am Lenkrad, der ja sowas wie eine Wirbelstrombremse aktiviert, die dann wiederum die Elektronen bzw. den Strom, der beim Bremsen entsteht, der Motor, der zum Generator wird, in die Batterien reinschaufelt und dadurch die Reichweite deutlich erhöhen kann. In der Formel E rund ein Drittel der Gesamtenergie, die im Rennen gebraucht wird, wird auf der Bremse bzw. mit dem Rekuperationspedal generiert und damit ja, kann die Reichweite deutlich erhöht werden oder natürlich auch die Power. Dann musst du nicht so sehr Energie sparen, sondern kannst die ganze Zeit Pedal to the metal fahren, also das Gaspedal komplett durchdrücken, treten. Zwei Gänge, die Dinger auf 384 km/h beschleunigen können, die aber ja natürlich nicht realistisch sind auf einer Strecke wie dem Circuit Park Sandford. Wenn wir hier jetzt auf Michael Niemers schauen, der hier einfach wie von Geisterhand verschwindet.
Damit schauen wir jetzt nicht auf die Grafik, sondern laden nochmal die Strecke. Tja, und damit sind wir durch für unsere erste Geschichte hier auf dem Circuit Park Sandford, auf dem neuen Grand Prix Kurs. Ich kann euch nur sagen, macht euch einen Knoten in den Kalender. 8.2. dann Sebring, 6 Runden, die wir dort sehen werden in Amerika. Das war's von meiner Seite erstmal und ich sage euch mal danke fürs Einschalten. Schön, dass ihr dabei gewesen seid und ja, ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dann, lasst euch gut gehen.